Ja, servus liebe Motofreunde und Sammlerkollegen, herzlich willkommen zu diesem Unboxing-Video zu Mega Construx Evelyn. Ja, wie ihr schon seht, habe ich mir tatsächlich mal ein kleines Sortiment an Mega Construx Masters of the Universe geholt. Unter anderem hier den Wind Raider, ne? Den habe ich jetzt vor ein paar Tagen schon mal ausgepackt und auch zusammengebaut in einem etwas ausschweifenden Motulator. Ja, kein Unboxing-Video. Ich habe mir gedacht, das Zusammenbauen kann man dann auch besser im Motulator machen, als wie in einem Unboxing-Video. Dieses Video dürftet ihr mittlerweile auch bei uns auf Sammelsaurus finden. Also wenn ihr Bock habt, guckt doch dort gerne mal rein. Ja, hier ist das gute Stück. Ist richtig cool. Wie ihr seht, ist er ungefähr so groß wie meine beiden Hände und ich habe nur keine kleinen Hände. Ja, und es macht richtig Spaß, das Ding zusammenzubauen und vor allen Dingen auch natürlich in die Vitrine zu stellen und zu betrachten. Wenn ich das Ding hier schon sehe, dann bekomme ich richtig, richtig Bock auf das Mega Construx Castle Grayskull, was ich noch versuchen werde, mir irgendwo zu ordern und zu finanzieren. Ja, das wird nicht gerade billig, also der aktuelle Preis ist irgendwas zwischen, wenn man es günstig kriegt, glaube ich 280 Euro, das tun wir mal beiseite hier. Und ich würde mal sagen 350, je nachdem bei welchem Händler man das bestellt. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und ja, da muss man einfach mal schauen, dass man da die beste für sich raussucht. Es gab natürlich auch die Möglichkeit, das Castle Grayskull beim guten Niki vorzubestellen. Allerdings hat der leider kein Kontingent mehr offen. Da ist es dann leider zu spät. Ja, einen kurzen Hinweis noch. Es wird natürlich noch ein Unboxing-Video geben zu Mega Construx Man-at-Arms. Allerdings, das kommt später. Deswegen tun wir dem mal beiseite. Ja, bevor wir allerdings die Figur jetzt final auspacken, schauen wir uns nochmal die Verpackung genau an. In der Verpackung selbst ist die Figur direkt zusammengebaut. Skeletor und He-Man aus dem Wind Raider Set waren das nicht. Die mussten tatsächlich einzeln zusammengesteckt werden, was eine ziemliche Fummelarbeit war, ganz besonders im Punkto der Rüstung. Da bin ich froh, dass das hier jetzt nicht der Fall ist. Ja. Im Grunde genommen sieht die Verpackung recht, also die Karte ist recht schlicht und ja, gefällt mir eigentlich so ganz gut. Wenn ich mir auch mehr wünschen würde, dass sie mehr so in Richtung hier des Wind Raiders gehen würden. Also ein bisschen vielleicht mehr klassischer, aber das ist auch schon in Ordnung. Da kann man jetzt nicht unbedingt meckern. Ja, auf der Rückseite sehen wir ein paar Figürchen, die auch noch beworben werden. Unter anderem von Halo, Hellboy haben wir da unter anderem noch mit bei. Und da sehen wir auch noch den Man-at-Arms mit beworben und jede Menge Schriften. Ja, hier unten sehen wir einen kleinen Aufkleber. Das Ganze habe ich mir nämlich über Amazon bestellt, amazon.com. Also wenn ihr wirklich günstig an diese Figuren kommen wollt und auch den Wind Raider, empfehle ich euch, kauft es über amazon.com. Ja, dann wollen wir mal zur Tat schreiten und die Figur auspacken. So, dazu nehmen wir jetzt erstmal das Messer hier und schneiden den Blister auf. Und das ist natürlich auch nicht weiter schwer. Ja, so sieht die Karte dann ohne die Figur drauf aus. Also nicht wirklich sonderlich spektakulär. Hier sieht das Ganze von hinten verpackt aus. Ja, und hier haben wir die Figur in Gänze mit einem Zubehör dabei. Ja, dann holen wir sie mal raus und schauen uns die Figur als erstes mal direkt genauer an. Was schwierig wird, das sage ich gleich, also mit dem Ranzoomen wird es etwas schwieriger, weil das halt eben eine wirklich sehr, sehr kleine Figur ist. So, da haben wir erst einmal
Die Figur selbst. Wirklich top bemalt kann man nicht sagen. Die Augen sind punktgemalt, also sie hat keinen Silberblick oder sowas. Ja, und ansonsten hat sie alle Attitüden, die auch die normale Evil-Lyn, die wir von damals her kennen. Sie kommt hier in Gelb daher. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann irgendwo noch ein Repaint auftaucht. Wäre ja dann auch legitim. Ja, und dass es Repaints geben wird, das wissen wir ja schon, denn wenn Castle Grayskull rauskommt, dann wird es das definitiv geben und so sein. So, schauen wir uns die Figur mal etwas genauer an in puncto Beweglichkeit. Man kann den Kopf sogar leicht nach vorne und hinten bewegen und dann natürlich um 360 Grad um die eigene Achse. Dann sind die Arme voll beweglich, genauso wie bei einer Moto Classics Figur. Sie hat hier ein Kugelgelenk in der Schulter, dass man die Arme auch richtig bewegen kann. Sie hat ein Ellbogengelenk. Und nicht nur das, man kann sogar unabhängig von der Schulter die Arme so zur Seite bewegen. Das ist auch ein cooles Feature. Ich meine, das haben sogar die Moto Classics nicht mal. Dann haben wir hier das Ganze natürlich noch auf der anderen Seite. Dann sind die Hände beweglich natürlich. Die kann man drehen. Dann gibt es sogar ein Hüftgelenk. Man kann die Figur also auch um 360 Grad um die eigene Achse drehen. Und wir haben ein Kugelgelenk hier bei den Füßen. Also die sind wirklich, ich hoffe, das kommt auch alles einigermaßen rüber. Ist alles sehr beweglich. Dann gibt es auch hier Kniegelenke. Die kann man einknicken, das ist nichts so Besonderes. Die Füße lassen sich dagegen allerdings nicht bewegen. Naja, gut. Also, weil für so eine kleine Figur sind so viele Bewegungspunkte, finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, was natürlich ist, ihre Füße sind sehr dick. Das müssen sie leider sein, denn sie müssen ja hier auf die Nupsis passen von den Klemmbausteinen. Und trotzdem allerdings hätte man die Beine etwas schmaler machen können. Bei den Armen kann ich es noch verstehen, aufgrund der vielen, vielen Gelenke. Aber dann hätte man hier vielleicht auf das Kniegelenk verzichten sollen, obwohl es ein cooles Feature ist, und dann die Beine etwas schmaler machen. Sie sieht natürlich ein bisschen ausladend aus, das ist klar, aber bei so kleinen Figuren kann ich das wirklich sehr, sehr leicht verzeihen. So, dann haben wir hier einen kleinen Klemmbaustein, der natürlich als Base dient, wo man die Figur draufstellen kann. Das machen wir gleich. Dann haben wir hier noch ein Zusatzteil für eine Base, und zwar, wo Evil Lyn draufsteht. So, jetzt werden gleich viele sagen, Moment, das ist ja die Base. Ja, kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Stein, der dann hier hinter geklemmt wird, damit man die Base komplett zusammenbauen kann. Und natürlich Evil Lyns Stab, der nicht fehlen darf. Ja, und der wird folgendermaßen zusammengesteckt. Wir haben hier den Stab selbst, dann hier das Endstück, was darin übergeht. Da wird dann einfach der Stab reingesteckt. Natürlich nicht so weit wie ich Idiot. Und dann kann man hier oben auch die Kugel reinstecken. So. Zack. Und dann ist es fertig. Jawohl. Das ist also Ibelins Stab bei den Mega Constructs. Woran man sich da gewöhnen muss, ist, dass manche von den Waffen tatsächlich ein bisschen überproportional wirken, genauso wie bei den Figuren halt. Das ist halt eben aufgrund der Größe und der Beschaffenheit leider nicht unbedingt immer anders zu machen. Denn die Hände sind natürlich einheitlich. Die Figuren sollen alle Waffen halten können. Das heißt, Evil-Lyn sollte auch zum Beispiel Skeletors Schwert halten können oder He-Mans Axt. Und deswegen wirken diese natürlich manchmal ein bisschen klobig. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, und damit steht diese Figur wie eine Eins. So,
Kommen wir zur Base. Und warum habe ich das gerade eben alles so eklatant angesprochen? Natürlich, die kann man zusammenbauen, das machen wir gleich. Aber ihr könnt euch hier natürlich entscheiden. Wollt ihr zum Beispiel einfach nur diesen kleinen Klemmbaustein hier nehmen? Diesen Sechser-Nupsi? Und dann könnt ihr die Figur natürlich einfach so draufstellen. Das geht natürlich auch, das könnt ihr machen. Oder ihr nehmt einfach hier nur diesen Viererstein hier, zack, Füße drauf und auch dann steht sie natürlich. Und es gibt noch die Möglichkeit, wenn man das möchte, das würde wohl keiner machen, aber ich möchte es trotzdem mal angesprochen haben, dass man Evelyn zum Beispiel so aufstellt, wenn man das denn möchte. Ja, einigermaßen funktioniert es. Macht natürlich nicht so viel Sinn, aber es ist trotzdem alles möglich. Ich wollte nur darauf hinweisen. Ja, wie das Ding zusammengebaut wird, ist nicht weiter schwer zu erkennen. Ihr macht hier hinten einfach den Klemmbaustein drauf. Zur Unterstützung, damit das Ganze natürlich nicht kippt. Hier noch den Vierer darunter. Den, was ist ein Vierer oder Dreier? Nutze ich, egal. So, dann könnt ihr Evelyn hier drauf positionieren, wie ihr Lust habt. Deswegen auch halt eben die größeren Füße. So, jetzt steht sie ein bisschen x-beinig da, egal. Zack. Und schon hat man eine richtig geile Base. Da muss man natürlich sagen, die fehlt bei diesen hier, bei den Figürchen aus dem Wind Raider Set, leider schon. Man hat zwar hier Klemmbausteine mit dabei, wo man die Figuren drauf positionieren kann, aber trotzdem hätte man mit beitun können. Gut, He-Man möchte man natürlich im Wind Rider positionieren, das ist ganz klar. Aber naja. Wir sehen uns dann schon im nächsten Unboxing-Video wieder, wenn es um Man-at-Arms geht. Ja, dann natürlich wie immer, habt ihr auch Mega Constructs-Figuren. Wie gefällt euch Evelyn? Und dann würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr das Video nicht nur kommentiert, sondern vielleicht auch einen Daumen nach oben gebt, den Kanal hier abonniert, die Glocke aktiviert und ich sage jetzt einmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis dann.